Hallo Sammlerfreunde, der Wert des Geldes, egal welches Nominal, bewegte die Menschen schon seit den Tagen an, wo man dazu überging, Metallklumpen gegen Waren zu tauschen und die ersten Münzen in Lydien im 6. Jahrhundert vor Christus geprägt wurden. Natürlich taucht auch bei Münzensammlern, wenn man geschichtlich interessiert ist, was ja bei den allermeisten der Fall sein wird, wenn man nicht nur Anleger ist, die Frage auf: Was hat man für diese oder jede Münze bekommen? Ich habe mich jetzt einmal dem Thema der Deutschen Mark 1875 bis 1918 angenommen. Dabei ging es mir nicht um das große Ganze, sondern um die Werte Pfennig bis zu 5 Mark, eben die Nominale für den täglichen kleinen Handel und Einkauf. Was konnte man sich für ein 5-Mark-Exemplar kaufen, die zum ersten Mal 1874 im Währungsumlauf auftauchten? Was bekam man für die 1-Mark-Stücke? Hatten die Pfennig überhaupt einen Sinn oder waren diese so wertlos, dass man diese eigentlich nicht brauchte, wie unsere 1, 2 und 5 Euro-Cent-Stücke? Auf dem Gebiet der deutschen freien Städte, der kleinen deutschen Fürstentümer und Königreiche hatte sich ein, selbst heute nicht leicht überblickbares Geflecht von Währungssystemen entwickelt, die mühsam im Grenzverkehr umgerechnet werden mussten, da diese Währungen nur selten zueinander konvertibel waren. Für die Sammler von heute ist diese Vielfalt an Münzsystemen ein Segen, hatte diese Zeit durch Unmengen von verschiedenen Münzen geschaffen. Für die damalige Wirtschaft, den Handel und die Entwicklung der vielen kleinen Staaten war die Vielfalt jedoch eine Plage, die durch unterschiedliche Berechnungen der Feingehalte noch verschlimmert wurde. Im Jahr 1524 hatte man die Kölner Mark zu einem allgemeinen Reichsmünzgewicht erhoben. Eine Kölner Mark wog 233,8123 Gramm. In den nächsten Jahrhunderten entwickelte sich trotz der 1524 festgelegten Kölner Mark daraus wieder zeitlich und regionale geringe, aber auch größere Gewichtsunterschiede und Münzverschlechterungen, die erst im 19. Jahrhundert vertraglich behoben wurden. Wobei man es aber noch nicht schaffte, für das deutsche Gebiet ein einheitliches Währungssystem zu schaffen. Erst am 18. Januar 1871, der siegreich beendete Deutsch-Französische Krieg 1870 bis 1871, hatte die Voraussetzung für die Gründung eines Reiches geschaffen, wurde Wilhelm I., König von Preußen, im französischen Schloss von Versailles zum Kaiser des Deutschen Reiches gekrönt. Das Deutsche Reich umfasste 25 Bundesstaaten mit immerhin 8 verschiedenen Währungen, die unter einem Kaiser zu einem Gesamtreich vereinigt wurden. Die Gründung des Reiches erfolgte aus Gründen logischer wirtschaftlicher Zwänge und sicher auch auf massiven politischen Druck. Einige der Bundesfürsten waren vor der Oberherrschaft Preußens, die letztlich den größten Bevölkerungsanteil im Reich stellten, nicht besonders erfreut. Auch die Aufgabe der eigenen Münzhoheit und der Währungssysteme zugunsten einer neuen Gesamtwährung im Deutschen Reich musste mühsam gegen den Widerstand einiger Bundesstaaten verhandelt werden. Mit dem Gesetz vom 4. Dezember 1871 beschloss man, als neue Leitwährung statt dem Silber Goldmünzen im Feingehalt 900 auf 1000 Teile einzuführen. Anleihen für die neue einheitliche Währung nahm man sich bei dem Dezimalsystem der französischen Währung, das seit der Französischen Revolution bestand und sich bewährt hatte. Die neuen Goldmünzen wurden im Nennwert von 10 und 20 Mark ausgegeben. Im Reich rechnete man nun mit 100 Pfennige auf eine Mark. Da die Einführung einer komplett neuen Währung eine gewisse Anlaufzeit brauchte, dauerte es bis 1873, bis man die Münzen mit den Nominalen 1, 2, 10 und 20 Pfennig und Münzen zu einer Mark ausgab. Im Jahr 1874 folgten dann die Nominale 5 Pfennig, 1875 die 50 Pfennig und 1909 gab man noch das Nominal 25 Pfennig aus. Die ersten 5 Markmünzen in Silber, die zwar unter Aufsicht Preußens geprägt,
aber auf dem Avers das Porträt des jeweiligen Fürsten zeigen durften, erschienen ab 1874 in Preußen, Bayern und Württemberg, den größten Bundesstaaten. Danach folgten 1875 die Länder Baden, die Stadt Hamburg, Hessen und Sachsen. Die ersten zwei Mark erschienen dann zuerst 1876 in Preußen, Anhalt, Baden, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen und in Württemberg. Die ersten drei Markmünzen erschienen erst 1908 in Preußen, Baden, Bayern, Hamburg, Sachsen und Württemberg. Die Prägungen der vielen kleineren Bundesstaaten waren eher sporadisch, meist in Form von 2- und 5-Markstücken, die eher als Gedenkmünzen und weniger als richtige Umlaufmünzen angesehen werden konnten. Nach dieser recht oberflächlichen Übersicht über die Einführung der Goldmark ab 1871 im Deutschen Reich möchte ich jetzt der Frage nachgehen, wie stabil war die Kaufkraft der Mark? Die Mark als Nominal war mit der Ausgabe der ersten Kleinmünzen bis zu einer Mark im Jahr 1873 im Wert stabil und die Kaufkraft stieg sogar bis 1900 leicht an. Erst ab 1900 machten sich erste inflationäre Strömungen bemerkbar und kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann der Wert der Mark zu sinken. Der sinnlose Erste Weltkrieg ab 1914 und die Niederlage 1918 bedeutete nicht nur das Ende der Herrschaft der Adelshäuser über das deutsche Volk, sondern auch für die Mark. Die Liste zeigt die Kaufkraft der Mark ab 1873 bis 1918 im Verhältnis zum Euro. Diese Werte entsprechen in etwa dem Wert des Euro von 2005 bis 2010, da der Euro sich in den letzten Jahren durch stagnierende Wirtschaft, gesellschaftspolitischen Krisen und vielen politischen Fehlentscheidungen innerhalb und außerhalb Europas zu einer Krisenwährung entwickelt hatte, veränderte sich die Kaufkraft nun wieder zugunsten der deutschen Mark. Außerdem darf man die Darstellungen von alten Währungen von damals mit dem Wert moderner Währungen nur als eine Art Annäherung sehen, da die Berechnung sich aus der Veränderung der durchschnittlichen Kaufkraft gemessen an der Entwicklung der Verbraucherpreise ergibt, was hauptsächlich davon abhängig ist, von der für die Berechnung ausgewählten Güter, den damaligen Wohnverhältnissen und den Stand der technischen Entwicklung von damals im Verhältnis zu heute. Große Unterschiede ergeben sich auch aus regionalen örtlichen Verhältnissen und ob es sich um ländliche Gegenden oder Stadtgebiete handelte. Mit Beginn der Ausgabe der ersten 5 Mark Silbermünzen stellten diese etwa einen Wert in der Kaufkraft zu heute von 32 bis 36,50 Euro dar. Was aber im Grunde genommen nicht besonders viel aussagt, weil im Verhältnis zu heute die Löhne und Waren damals viel weniger kosteten. Um eine Vorstellung von dem zu bekommen, was man damals 1873 bis 1918 um Pfennige und Mark bekam, habe ich alte Zeitungen nach Hinweisen durchsucht. Da mit der Gründung des Reiches jetzt das offizielle Machtzentrum in Berlin lag, habe ich mein Interesse auf Berliner Zeitungen konzentriert. Anhand von originalen Verkaufsanzeigen aus jener Zeit, aber auch Stellenangeboten und offiziellen Marktpreisen, die vom Königlichen Polizeipräsidium ermittelt wurden, möchte ich euch einen kleinen Überblick über die Kaufkraft der Münzen zeigen. Da ein Video kein Buch ist, musste ich die nachfolgenden Seiten zuerst überarbeiten. Da mir bewusst war, dass heute mit der deutschen Druckschrift einige jüngere Sammler Probleme haben werden, aber auch der Zeitungsdruck von damals teilweise in der Qualität zu bescheiden war, habe ich zu jedem von mir gewählten Zeitungsausschnitt eine Textdatei gestellt, um den Text besser lesbar zu machen. Jedes eingespielte Bild lasse ich im Video einige Sekunden stehen, damit man sich einen Überblick verschaffen kann, ob es einem interessiert oder nicht. Wenn man die gezeigten Zeitungsausschnitte betrachten und sich alles durchlesen will, hilft nur mehr die Pausentaste. Aufgegliedert habe ich die Zeitungsberichte mit Beginn der Einführung der Währung 1873 bis 1875, 1900 und 1918
und einigen Details, die mir interessant erschienen, von den Jahren dazwischen.